Coffee 21 Fotografie. Ahoi, liebe Freunde der Fotografie, willkommen zur nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Und wie ihr wisst, hier geht es darum, für die Fotografie zu motivieren und nicht nur mit einem Handy zu fotografieren, sondern am besten mit einer richtigen Kamera, mit einem richtigen Kamerasystem und am besten natürlich mit Pentax. Und dafür befinden wir uns hier auch an einem sehr traditionsreichen Standort, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, weil dort nämlich der Ernemann-Turm ist und dort der Name mal, also der Name Pentax mal dazugehörig war und er wurde sozusagen verkauft an Pentax. Okay, was wollen wir heute machen? Also zuerst möchte ich ganz kurz vorstellen das Kameraportfolio, das aktuelle von Pentax, und im zweiten Teil seht ihr von einer Wanderung ein paar Videos und ein paar Bilder an dem grünen Graben im Erzgebirge. Und genau, starten wir doch einfach mal. Das Portfolio von Ricoh Pentax ist aktuell die Pentax K70. Das ist eine APS-C-Kamera und diese hat 24 Megapixel und kostet ca. 800 Euro. Die nächste Kamera, also eine Stufe höher, ist die Pentax K3. Die habe ich hier sogar mit. Das ist diese. Und dort kostet allein der Body, also ohne Objektiv, 1700 Euro aktuell. Und auch nur, weil das gerade 300 Euro gesenkt ist. Die nächste Kamera ist eine Vollformat Pentax K1. Die ist deutlich schwerer und kostet 2100 Euro. Und nach oben hin abgeschlossen wird das Ganze durch die Pentax 645Z. Das ist eine Mittelformatkamera und diese kostet 5000 Euro. Aber schauen wir uns doch mal diese zwei Kameras ein bisschen näher an. Also die K3 und die K1. Und das erste, was hier natürlich auffällt, ist das Gewicht. Die K1, die Vollformatkamera, ist deutlich schwerer, also wirklich deutlich schwerer als diese K3. Und deswegen ist natürlich, wenn ich eine Kamera dabei haben möchte, die ein bisschen leichter ist, diese hier natürlich zu bevorzugen. Außerdem, um es gleich mal vorwegzunehmen, besser oder schlechter bei diesen zwei Kameras gibt es eigentlich gar nicht, weil diese hier ist eher eben, die ist eben leichter, und wenn man viele Bilder hintereinander machen möchte, gerade also wenn man Sportfotografie macht, da ist eben diese K3 besser geeignet für, würde ich mal sagen. Und wenn man aber Landschaftsfotografie, Architektur, Porträts machen möchte, dafür ist eben diese K1 besser geeignet, weil diese eben einfach, das Bild ist deutlich schärfer, detailreicher, deutlich besser einfach. Man sieht das direkt. Genau, im Grunde genommen sind diese beiden Kameras ansonsten recht ähnlich aufgebaut. Ich werde mal kurz näher herankommen an euch. Und da hätten wir hier diese K3, das ist eben diese leichtere. Und typisch bei Pentax-Kameras ist es eben, dass es hier zwei Drehrädchen gibt, einmal vorne und einmal hinten. Und dort stellt man eben die jeweilige Blende und die Belichtungszeit ein und kann das Auge im optischen Sucher drin lassen und kann somit sein Motiv eben selber komponieren und selber gestalten. Man kann auch auf einen Live-View wechseln, wenn man das möchte. Und dann wird, wenn ich den Klicks noch abnehme, dann wird sozusagen das Bild hier angezeigt. Und ich kann das Bild so gestalten und komponieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme lieber den optischen Sucher und schaue so hindurch, weil ganz einfach dadurch das Bild unbearbeitet vorher ist. Ich sehe sozusagen das Bild, wie es im Original ist, direkt das originale Licht, und dahingehend komponiere ich mein Bild, mache die richtigen Einstellungen und dann mache ich das digitale Bild. Was also für mich nicht so optimal ist, ist ein elektronischer Sucher,
Weil dort wird ja schon ein Bild angefertigt mit gewissen Einstellungen, damit das schon so ein bisschen gut ist. Und der Fotograf wird sozusagen schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in eine Richtung gedrängt. Genau, deswegen finde ich optischer Sucher, Spiegelreflexkamera, das Beste, was es gibt. Genau, schauen wir uns doch mal die Pentax K1 ein bisschen näher an. Und hier ist es so, dass hier optional so ein schwenkbares Display dran ist. Dadurch ist die Kamera ein bisschen dicker durch dieses Display, aber die ist ja eh schon dick genug, da macht das auch nicht mehr viel aus. Und man kann das schwenken, man kann es hier noch nach oben klappen. Und was besonders cool ist, man kann die gesamte Kamera an diesem Teil festhalten. Es bricht nicht ab. Und das ist eine besondere Eigenschaft von Pentax-Kameras, dass sie sehr stabil, wetterfest, sandfest, staubfest, einfach sehr robust sind und ein sehr gutes Werkzeug für den Fotografen oder für die Fotografin ist. Genau. Und hier sieht man auch wieder dieselben Sachen. Man hat vorne das Rädchen, man hat hinten das Rädchen, man hat seinen optischen Sucher, man hat hier alles extrem abgedichtet. Man kann das mal sehen hier, wie dick dieser Gummi ist. Ja, der ist schon enorm und bei anderen Kameraherstellern ist das nicht in dem Maße. Die sind auch abgedichtet, aber eben nicht so extrem, muss man so zu sagen. Und was auch noch sehr toll ist hier an dieser Kamera, ist dieses Lämpchen, also diese LED. Da kann ich drauf drücken und dann sieht man hier vorne eine LED leuchten, aber auch hinter dem Display sind auch nochmal vier LEDs. Und wenn ich dann in der Nacht fotografiere, kann ich sozusagen die ganzen Tasten hier beleuchten und kann sie somit sehen. Auch eine sehr coole Sache. Genau. Das soll schon, denke ich, erstmal reichen für die kurze Vorstellung. Und jetzt würde ich zum nächsten Thema kommen. Und da geht es um den grünen Graben. Und da habe ich mal kurz was rausgesucht aus dem Internet, was dieser grüne Graben eigentlich ist. Und das ist ein Graben, der wurde von Kühnheide gelegt nach Goldkronenbach. Und das war im 17. Jahrhundert. Dieser ist 8 Kilometer lang und geht oberhalb des Flusses, und zwar der Schwarzen Pockau, entlang eines Hanges. Ja? Und dort kann man wunderschön wandern. Und zum Männertag letzte Woche war ich eben dort wandern mit meinem Sohn zusammen. Und da haben wir ein paar Bilder gemacht. Und ihr könnt mal raten, welche Kamera ich dabei hatte. Diese schwere oder diese leichte. Genau, diese hatte ich dabei. Auch mit dem Objektiv. Ich hatte noch nicht mal ein Wechselobjektiv dabei. Und das war so eine typische Wanderung. Man hat die Kamera dabei. Man macht mal ein Foto, aber man darf sich nicht zu lange an einem Motiv aufhalten, weil man sonst Stress bekommt. Und dafür ist eben diese Kamera sehr geeignet auch. Genau, also schaut euch mal die Videos jetzt an. Viel Spaß dabei. Und im Anschluss, nicht vergessen, im Abspann gibt es dann auch noch ein paar Bilder, die ich an dem Tag gemacht habe. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr werdet beim nächsten Mal wieder dabei sein und immer gutes Licht. Ciao.